Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mittelerde, Schatten des Krieges, nachdem wir gerade Minas Morgul verloren haben. Geben wir uns jetzt in Richtung Kankra, um uns von einem Ring zurückzuholen. Wir müssen uns beeilen! Ja, dann lauf! Was passiert hier gerade? Warum bröckelt das? Wer weiß, wie viele Nazgul der Hexenkönig gesandt hat. Sie dürfen den Ring nicht bekommen. Können die Nazgul die Macht Kankra sprechen? Gemeinsam ist ihre Kraft immens. Ja, wir haben sie doch gerade gemeinsam besiegt. Selbst Kankras Brot fürchtet die Nazgul. Es eilt. Kankra besitzt die Macht des neuen Rings. Daran musst du mich nicht erinnern. Denn so mächtig mein Ring auch ist, die Nazgul besitzen ihre eigene. Das stimmt. Die neuen. Wir wissen schon, sehen, dass der echt einen neuen. Unsere einzige Hoffnung ist, dass der Ring ist ja dann. Und er soll uns schützen. Doch nur meine Hand soll es führen. Kein Problem. Wer es führt, ist mir egal. Hauptsache, jemand führt die Kacke. Bringt mich nicht um. Wir sind fast da. Mach dich bereit und weiche nicht von meiner Seite. Jawohl. Da geht's los. Ja, danke, das ist wieder los. Ich hab den Ring nicht mehr, ich seh ihn nirgendwo. Müssen gebracht werden. Wieso jetzt? Nimm den Ring. Führe deine Armee. Dein Pfad wird sich dir zeigen. Der Ringgeist ist fort. Du musst diesen Ring zerstören. Er gehört jetzt uns. Ihr werdet eurem Ruf gerecht, Celebrimbor. Dieser Ring ist anders. Mit ihm können wir Sauron bezwingen. Ich richte Menschen, die im Bann dieser Ringe stehen. Du willst nicht enden wie sie. Wenn die Zeit gekommen ist, tue ich, was getan werden muss. Dann stirbst du. Vielleicht. Du solltest von hier verschwinden. Die Ringgeister kehren wieder. Das tun sie immer. Wir werden uns wiedersehen. Die große Frage ist nur noch, wann endet's mit den beiden?
was einst verloren war. Neues Gebiet. Oh, eine kleine Siedlung. Weiß nicht, sofort hin, Mann. Ich wollte noch was machen. Ich muss hier gezwungen werden, zu schnell zu hantieren. Oh. Schweiger. Hörst du das auch? Das ist der Wald von Karnen. Und für uns nicht von Belang. Talion. Wir brauchen eine Armee. Ja. Da. Dieses Lager ist voller Krieger. Unsere Krieger. Akt 2, Aufstieg zur Macht. Würde ich sagen, jetzt geht eigentlich das richtige Spiel los. Wir kommen zum Nemesis-System. Zum Rekrutieren der eigenen Armee. Eigentlich zum wichtigsten Teil. Beherrschung. Unser größter Vorteil liegt in der Macht des Rings und in der Tarnung. Wenn möglich, sollten wir unentdeckt bleiben, bis die Chancen zu unseren Gunsten stehen. Diese Schützen werden nicht nur unsere Waffen, sie werden unsere Augen sein. Schön, alle. Ich weiß, was mit den Gondorianern passiert ist. Ich meine, die werden jetzt nicht einfach so rausgekommen sein. Und sie schenkt uns Mordor. Ihr habt das von Minas Ethil gehört, oder? Wir werden den Jungs vom Hexenkönig nicht den ganzen Spaß lassen. Ist schon schön, wie das sofort umfärbt, weißt du? Dein Feind in Mordor ist sicher vor der Macht des Rings. Bist du auf den Kopf gefallen, als sie dich aus der Zuchtgrube geholt haben? Antworte nicht, streng dich mehr an. Also gut, das Ganze nochmal. Ja, rot, so stark diese Krieger auch sind, meinem Ring können sie nicht widerstehen. Das ist eine Lüge. Werden Leute kommen, die widerstehen können. Hört besser zu, ich will euch nämlich etwas beibringen. Ein weiterer Pfeil in unserem Köcher. Plündern wollt. Ich weiß, wenn ich eine Spitz hatte, dann um mir einen Menschen in den Schädel zu rammen. Nein. Stellen wir unsere Krieger auf die Probe. Heller Herrscher, führe meine Hand! Ihr kennt ihr das? Warum schießen Sie auf uns? So, den hier. Ich hab genügend Pfeile für euch an! Beherrschen, kämpf für mich! Komm, diene mir! Den hab ich ja schon. Okay, jetzt
kurz zu. Ein guter Anfang. Aber auch nicht mehr. Hey. Wir brauchen mehr Krieger. Stärkere Krieger. Der Sturz. Der Fall und jetzt wieder hoch zum... Und jetzt hier zum Aufstieg. Wir werden außerdem Kommandanten brauchen. Herausragende Orks, die mehr als nur Schlachtvieh sind. Aber was ist mit diesem Wald? Der Wald wird es ignoriert. Ich muss erstmal gucken. Wir haben vielleicht ein Schwert. Haben wir neues Schwert? Nein. Schade auch. Ein Dolch ist auch nichts Neues. Bogen ist immer noch so. Rüstung. Nichts Neues. Am Mäntel haben wir viele. Mach mal so hin dran. Jetzt haben wir endlich den Ring. Ruft nach uns. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Unsere Armee zu errichten. Die unsere Armee zu errichten. So, was haben wir denn? Wir haben hier oben. Hier oben haben wir einen Aussichtspunkt. Den wird so schneller klimmen. Vorrang. Gondoriana holen, das wäre komisch. Es dürften nämlich eigentlich so gut wie keine mehr leben. Erstmal die Türme beherrschen. Aglegoi und Hen Amornios. So, was gibt's hier? Wir haben hier da. Ein gondorianisches Artefakt. Ein Hügelgrab. Ein der Einschriften zum Hügelgrab. Hier haben wir auch noch was. Ich würde sagen, hier mehr im Hintergrund. Noch ein Artefakt. Das ist da. Irgendwas hier gibt es so eine Kankra. So, damit hätten wir alles. Ich muss schon mal schnell in die Fähigkeiten gucken wollen. Wir haben noch nicht das Hauptband beherrschen erlernt. Bedeutet, dass wir noch nicht so weit sind. Das hier ist gut. Deswegen nehmen wir das hier rein. So. Was haben wir noch? Dolchscheibe finde ich jetzt nicht wichtig. Aber wir können jetzt das endlich machen. Schattenaufsitz, das ist ganz wichtig. Das erleichtert so viel. So, wenn wir das jetzt haben. Was wäre möglich? Wir haben jetzt die beiden Missionen. Wir haben einmal überhaupt einen Hauptmann zu holen und den. Ich bin für den Hauptmann. Orks kämpfen ständig gegeneinander, um aufzusteigen. Dann müssen wir die finden, die sich nach oben kämpfen. Die wollen wir in unserer Armee. Gut, dann hier rüber und hier hoch. Enorm wimmelt es von Orks. Perfekt für unsere Zwecke. Ja, was wurde aus Litariel und ihrem Volk? Die Wiederschaffung, Wiederbeschaffung des neuen Rings gibt dir die Macht, deine Feinde zu beherrschen. Führe es aus. Ich wähle den... Genug von deinem Gequatsche, Bruce. Ich töte dich jetzt vor den Augen all dieser Orks.
Oh, ich habe immer gesagt, du seist ein Optimist. Weißt du, was das ist, Mann? Das ist, wenn man eine unmögliche Situation vor sich hat und denkt, ja, alles klar, das probiere ich aus. Ich bin da ganz ähnlich. Fuß will ich haben. Ich mag ihn. Jetzt haben wir auch schon eine Welt. Ja, kommt nur her. Man kann nie zu viele Köpfe haben. Kannst du mich höchstens kitzeln, aber um mich umzulegen, wirst du schon mehr brauchen. Eieiei. Das kann ich wieder machen. Kämpft nicht gegeneinander. Au. Eins. Zwei. Au. Ach du Arsch. Ist ja nix. Au. Von nun an dienst du dem hellen Herrscher. Hell oder dunkel ist mir doch gleich. Solange ich das Rückgrat meiner Feinde herausreißen kann, geht's mir gut. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ihr wertet unsere Armee wahrlich auf. Ich heiße Bruce und von nun an werde ich dein Schatten sein. Wer was von dir will, muss erst an mir vorbei. Sorge dich nicht um meine Feinde. Sie alle werden uns am Ende folgen. Wer sich in Mordor behaupten will, muss Eindruck schinden. In der Nähe gibt es eine Festung. Man sagt, dort herrscht ein zweiköpfiger Troll. Groß wie ein Berg und unglaublich clever. Was man bei zwei Köpfen auch erwarten würde. Töte ihn und du sendest damit eine Botschaft an Sauron und bekommst obendrein eine schicke neue Festung. Das schaffen wir nicht allein. Versammle deine Truppen. Sicher doch. Oh, aber bitte lass mich seine Köpfe abschnipsen, ja? Oh. Hm. Alles klar.
Eine wahrliche Armeeverstärkung. Ja, Fähigkeitspunkt, Gebietskontrolle. Bruce will dir dabei helfen, den Oberherrn zu besiegen und die Festung von Nurn zu erobern. Dieses Gebiet wird von einem vorsterigen Oberherrn aus der Festung heraus kontrolliert. Als Auftakt deiner Eroberung, Mordos, musst du angreifen und einnehmen. Verstärke deine Armee, indem du zusätzliche Hauptmänner rekrutierst, die in deinem Angriffstrupp als Angriffsführer dienen. Linksshift. Die stärksten sind deine Häuptlinge. Okay. Will ich das echt machen oder will ich es denn richtig? Bruce hat sich deinem Angriffstrupp als Angriffsführer angeschlossen. Rekrutiere weitere Hauptmänner, damit sie sich dem Angriffstrupp anschließen und gib Mühlen aus, um Belagerungsverbesserungen für sie zu kaufen. Da ist Bruce. Später zu Bruce. Denn hier endet erstmal wieder die Folge. Den Feind zu schwächen ist wichtig. Aber noch wichtiger für die Eroberung ist es, die eigenen Truppen zu stärken. Wie ich bereits sagte, endet die Folge von Mittelerde Schatten des Krieges. Wie es weitergeht, erfahren wir natürlich in der nächsten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und tschüss.